Smartphone-Apps sind von gestern. Heute stehen wir an der Schwelle zum Zeitalter der Chatbots. Diese Computerprogramme können automatisch mit Usern in Schriftform kommunizieren. Idealerweise so gut, dass der Mensch gar nicht merkt, dass er es mit einer Maschine zu tun hat. Chatprogramme wie der Facebook Messenger sollen so schon bald zum perfekten persönlichen Assistenten werden. Jenny Jovonen entwirft die Dialoge für solche Chatbots. Die Kommunikationswissenschaftlerin sorgt dafür, dass die Gespräche so natürlich wie möglich wirken. Stell dir vor, du chattest mit einem Freund. Wenn man diesen Freund etwas fragt, antwortet er nicht mit einem 5-seitigen Antwortkatalog. Dein Freund versucht zu verstehen, worum es eigentlich gerade geht, gibt eine kurze Antwort und dann fragt man eventuell noch mal genauer nach. Als Josef Weizenbaum vor 50 Jahren den ersten Chatbot vorstellt, sind dessen Möglichkeiten noch sehr begrenzt. Seine digitale Psychoanalytikerin namens Eliza antwortet stets mit Fragen nach der Kindheit oder fordert ihre Patienten dazu auf, mehr über sich zu erzählen. Das Gegenüber versteht schnell, dass es sich eben nicht mit einem echten Menschen unterhält. Moderne Bots sollen dagegen nicht mehr nach Computer klingen. Sie werden als witzige Gesprächspartner mit ganz eigenen Persönlichkeiten programmiert. Wenn ich einen Dialog entwerfe, stelle ich mir einen sympathischen kleinen Roboter wie R2-D2 vor. Ein kleines, harmloses und dabei freundliches Wesen. Und einige Bots machen ihre Sache schon heute besonders gut. Auf der Online-Dating-Plattform Ashley Madison etwa chatteten tausende Männer mit Fembots statt mit echten Frauen und merkten es teilweise nicht mal. Gaurinath Sivaganeshamurthy vom Startup Create berät Konzerne, die ihren Kundenservice mit Chatbots automatisieren wollen. Für die ganz alltäglichen Kundennöte. Egal welche Fluggesellschaft es ist und ich möchte kurzfristig eine Flugbuchänderung durchführen, habe ich eigentlich wenig Lust, 15, 20 Minuten eine Warteschleife zu verbringen, um anschließend der Mitarbeiterin zu sagen, dass ich bitte den Flug umgebucht hätte auf den darauffolgenden Tag um 18.45 Uhr. Mit der Hilfe eines Chatbots lassen sich solche Dinge in Sekundenschnelle regeln. Nervenaufreibende Warteschleifen sollen so bald der Vergangenheit angehören. In China ist der Bot-Trend sogar schon viel weiter. Dort helfen Bots den Usern des WhatsApp-Äquivalents WeChat, ihre Miete zu überweisen, Taxis zu rufen oder der Schwiegermutter Blumen schicken zu lassen. Und auch Facebook hat mit M bereits einen Digital-Butler entwickelt, während Microsoft am Bing-Concierge bastelt. Damit diese Bots funktionieren, brauchen sie vor allem eines: Daten. Abhängig, was für Daten ich zur Verfügung stelle, könnte die künstliche Intelligenz in der Lage dazu sein, aus diesen Daten für mich interessante Eckpunkte zu erfassen und hauptsächlich mir das Leben zu vereinfachen. Neben diesem Lernen bestimmter Inhalte sind aber auch Sprachverständnis und Psychologiekenntnisse nötig, damit Bots ihre User überzeugen können. Der Computerlinguist Manfred Stede befasst sich an der Universität Potsdam damit, wie ein Bot Emotionen lesen kann. Eben weil Mehrdeutigkeiten, Ironie oder auch schon das Erkennen des richtigen Kontexts für Maschinen so schwer sind, bewertet Stede die Fähigkeiten der Bots eher verhalten. Vielleicht muss der Mensch auch gar nicht unbedingt ersetzt werden. Es wird ja an einigen Bots auch so gearbeitet, dass ein Mischmodell gebaut wird, was der Bot nicht leisten kann. Und er das auch merkt, dass er es nicht leisten kann, dann erfolgt die Weiterleitung auf den Menschen, also auf den echten Kollegen im Callcenter. Das ist bestimmt ein sehr zukunftsträchtiges Modell, denke ich. Halb Bot, halb Mensch. Noch klingen Dialoge mit Chatbots meistens wie aus dem Textbaukasten. Und je mehr wir User über diese Servicemaschinen wissen, desto leichter fällt es uns, die Chatbots zu enttarnen. Deshalb liegt die Zukunft dieser Programme wohl tatsächlich nicht darin, vorzugeben, ein Mensch zu sein, sondern vielmehr darin, diejenigen Kommunikationsaufgaben zu übernehmen, für die echte Menschen eigentlich überqualifiziert sind.